So, willkommen zurück bei Let's Play Golden Sun. Im letzten Part haben wir das Erdbeben ausgelöst und jetzt versuchen wir, möglichst schnell wegzukommen. Lass mich. Schnell weg hier. Rennen. Okay, das hätten wir auch kürzer haben können. Einfach schnell raus, erkundet haben wir genug. Der alte Weise hat uns ja vorgewarnt, dass er den Vulkan nicht aufhalten kann und er explodieren wird. Werden wir es schaffen, frühzeitig rauszukommen? Werden wir uns noch die Haare waschen bei so viel Staub auf unserem Kopf? Hüpf, hüpf. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. So weit kann es nicht mehr sein. Meine Güte. Und. Boah, noch mehr rumgehüpft, aber das war jetzt der Ausgang. Nach dem Hüpfrätsel hier. Oder? Ich glaube schon. Das müsste es. Ja, das war's. Renn. Oh oh. Das Punkt wird im Dorf versammelt. Ich dachte, der Alefberg sei inaktiv. Oh, mein Enkel. Ob Gerrit diesen Ausbruch wohl heil überstanden hat? Großvater, wir wissen noch gar nicht, ob er überhaupt da oben ist. Aber Schwester, jemand hat ihn und seine Freunde gesehen, wie sie auf den Alefberg geklettert sind. Sie haben sich hier herumgetrieben, als ich Wachdienst hatte. Batze und Gerrit gingen zu Kadens Haus. Haben Sie nicht gesagt, Sie würden Alchemie studieren? Haben Sie. Aber was hat das mit dieser Eruption zu tun? Das trifft es relativ gut. Oh, nein, es sind Großvater und die anderen. Was sollen wir tun, Batze? Sollen wir wieder nach oben gehen? Ja, bevor wir uns einen einfangen. Gerrit! Konntest du nicht mal die Klappe halten? Batze! Muss das? Ihr seid in Sicherheit. Kommt bei mir hierher. Geht's dir gut? Lebst du noch? Wo seid ihr gewesen? Was ist geschehen? Waren nicht auch Jenna und Kaden bei euch? Ja, sie waren. Sie wurden entführt. Von wem? Ist das jetzt so wichtig? Der Vulkan bricht aus. Das ist alles sehr kompliziert. Ihr müsst uns ganz genau berichten, was auf dem Berg vorgefallen ist. Kommt ins Heiligtum. Beide. Ja, dann müssen wir wohl. So, nebenbei noch ein Schlückchen trinken. Ja, interessante Erzählweise. Ich finde es ein bisschen nervig, dass man das Ganze nicht skimmen kann. Okay, was haben sie zu sich genommen? Auf Speed oder so? Egal. Naja, ihr seid gelaufen, das stimmt. Oder wir sind gelaufen, Entschuldigung. Wir hatten keine Ahnung. Das war Heiligtum. Und Jenna und Kaden?
Sie sind Gefangene? Ja. Sie wurden wie gegen ihren Willen verschleppt? Wie schrecklich! Glaubt ihr, man kann sie noch retten? Wir sind optimistisch. Nein. Ja, pessimistisch, Entschuldigung. Dann ruhen alle unsere Hoffnungen auf Felix. Was ist mit euch, großer Heiler? Ihr wart die ganze Zeit immer so ruhig. Es scheint, als seid ihr 1000 Meilen weit entfernt von uns, 1000 Meter unter Meer. Blub, 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 blub. Der schwebende Stein, derjenige, der vor Batze erschienen ist. Was ist damit? Ich sah ihn zuvor in meinen Träumen. Hä? Gerade eben ist er wieder vor meinem geistigen Auge erschienen und hat zu mir gesprochen. Ihr habt ihn gerade gesehen? Das muss der alte Weise sein, der Wächter der Elementarsterne. Er hat mir erzählt, was euch im Heiligtum von Zoll widerfahren ist. Das haben wir dir gerade auch erzählt, falls du zugehört hättest. Ja, egal, bei deinem Alter. Was hat der alte Weise über die Eruption zu berichten? Wird denn der Vulkan Welt zerstören? Okay. Glitzer, Glitzer. Es ist unmöglich, die Eruption jetzt noch aufzuhalten. Wird Vale... Vale wird unbeschadet bleiben. Der alte Weise wird die Lava davon abhalten, bis zu uns vorzudringen. Heiler. Das Dorf wird zerstört werden, nicht wahr? Etwas viel Schrecklicheres als die Zerstörung von Vale lauert im Dunkel der Zukunft auf uns. Hä? Was könnte es Schlimmeres geben als die Zerstörung von Vale? Eine fürchterliche Macht. Die Elementarsterne beherrschen unvorstellbare Mächte. Und Vale hat die Steine beschützt? Die Leuchttürme der Elemente werden diese Mächte über die Welt bringen. Wenn erst die Macht dieser Steine freigesetzt wurde, wird die ganze Welt... Der alte Weise will, dass wir die Steine zurückholen. Habe ich recht? Es liegt an uns, ob diese Welt gerettet oder zerstört wird. Unsere Passivität kann ihre Vernichtung bewirken. Oh, welch ein Jammer. Wir können nicht auf die Rettung hoffen. Wir müssen uns selbst retten. Was können wir tun? Oh oh, du guckst uns so an. Die Elementarsterne zu finden, ist allein ihr Schicksal. Wollt ihr damit sagen, wir sollen das Schicksal dieser Welt in die Hände von Batz und Garrett legen? Ja. Garrett ist noch ein Kind. Ihr könnt nicht von ihm erwarten, eine solche Last auf sich zu nehmen. Der alte Weise hat gesprochen. Jeder von euch trägt die Verantwortung dafür. Nun muss jeder von euch seine eigene Entscheidung treffen. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Batze. Entscheide du! Batze, wirst du die Verantwortung für dieses Land übernehmen? Ich soll die Verantwortung von einem ganzen Land übernehmen? Nein. Ich kann dich dafür nicht verurteilen. Wäre ich in deinen Schuhen, hätte ich
diese Aufgabe ebenfalls abgelehnt. So, und damit hat sich's. Die Entscheidung ist getroffen. Wenn du das Dorf erst verlassen hast, kannst du deine Entscheidung nicht mehr rückgängig machen. Überlege es dir gut, ehe du das Heiligtum verlässt, Datze. Wisst ihr was, wir speichern. Ja, Speichervorgang. Das Spiel wurde gespeichert. So, und raus. Ich hab mich entschieden. Und so begann die Welt auf ihre vorherbestimmte Vernichtung zuzudriften. Großer Eiler. Dateibildschirm. Hör mal. Vom großen Eiler. Nein, wir übernehmen die Verantwortung nicht. Bitte. Ja, das gibt was. Kennen wir schon. So begann die Welt ihrer vorbestimmten Vermischung. Ja. Dateibildschirm. Gulzan. Ah, okay. Fortsetzen, Heiligtum von Vale. Auf gut Deutsch, das ist die Sequenz, die man nicht haben möchte. Seid ihr sicher? Ja. Seid ihr sicher? Nein! Mal gucken. Willst du es nochmal überdenken? Ja. Matze, nimmst du das Schicksal dieser Welt in deine Hände? Ja, komm. Bevor die Welt vernichtet wird. Du nimmst an? Oh, Batze, das kannst du nicht ernst meinen. Du zogst es vor, deine Entscheidung Batze zu überlassen. Dann gibt es keine weitere Diskussion. Oh ja, ist ja gut, Mensch. Oh, alter Weiser, diese beiden haben deinen Wunsch erhört. Gib uns deinen nächsten Befehl. Auf die Knie. Nein. Stein. Ihr beide seid sehr mutig, diese Aufgabe anzunehmen. Ich werde auch beobachten. Ich werde auch beobachten. Wählt euer Schicksal mit Weisheit, junge Freunde. Wir haben schon gewählt, zwangsweise. Ansonsten wäre mir das LP zu kurz gewesen. Das war der alte Weise. Was hat der alte Weise gesagt? Habt ihr es nicht gehört? Oder gelesen? Felix muss die Macht freisetzen. Findet den Leuchtturm. Der Elementarstern wird euch führen. Okay, dürfen wir? Nein, wir dürfen noch nicht. Was sollen sie dort tun? Das ist doch sicher nicht alles, was ihr ihnen sagen könnt, großer Heiler. Sucht die Elementare, die Djinns. Sie werden sich als hilfreich erweisen. Erinnert ihr euch, letzten Part, die Statuen, die komischen Lichter? Das sind die Djinns. Gibt es da nicht noch etwas? Das ist alles. Das ist alles? Gibt es nicht noch etwas, was ihr ihnen sagen könnt? Das ist alles, Bürgermeister. Ich überlasse es nun euch, Batze, Garrett. Ja, schön. Hey, ist das nicht an der Zeit zu meditieren? Oh, ja, die Meditation. Lass uns gehen. Ich habe keine Lust mehr, die Stimme hier zu verstellen. Wozu sind diese Kerle eigentlich gut?
Sie schicken Kinder los, ohne ihnen Hilfe oder eine Richtung zu geben. Da stimme ich zu, aber... Sie haben uns keine andere Wahl gelassen. Nun, wann sollen sie gehen? Es scheint, als könnten wir es uns nicht leisten, noch länger zu warten. Also morgen. Morgen? Ja, okay. Eine Nacht schlafen und dann geht es los. In die große, böse Welt. Warum haben sich alle am Haupttor versammelt? Was? Hast du sie nicht gehört? Batu und Geralt verlassen Vale und gehen auf Reisen. Ich wünschte, ich könnte auch gehen. Ich hörte, dass es sehr gefährlich werden wird. Ach ja, also sind alle am Tor, um sich zu verabschieden. Okay. Kommst du mit? Was ist los? Einartig. Batzes Mutter ist gar nicht hier, um sich zu verabschieden. Du hast recht. Sie ist nicht da. Wuff, hey, sollen wir auch gehen und auf Wiedersehen sagen? Tja, lass uns gehen. Juhu. Wir zählen auf dich, Batze. Und auch auf dich, Geralt. Trink ein Wasser, das faulig riecht. Und nimm dies mit dir. Batze erhält Heilkraut. Ja, ich weiß, dass ich kein abgestandenes Wasser trinken soll, Schwester. Hör nicht auf ihn, Batze. Er ist ein Schwein. Er würde alles essen, das nicht festgezurrt ist. Auch ein Schwein. Dora ist sehr spät. Stimmt. Tante Dora hat mich gebeten, mir dies zu geben, Batze. Batze erhält Schnappperlen. Schnapp, schnapp. Ich glaube, wir sind bereit zu gehen, oder Batze? Überleg doch, Geralt. Es muss für Dora sehr schwer sein. Als Geralts Mutter weiß ich, wie sich Dora fühlen muss. Aber ich habe noch Geralts Vater, während Dora nur noch Batze bleibt. Sie will nicht, dass du gehst, Batze, aber sie weiß, dass du gehen musst. Es schmerzt sie zu sehen, dass du sie verlässt. Sie können nicht für alle Zeit herumstehen. Wir sollten sie gehen lassen. Noch ein letztes Auf Wiedersehen. Und im Chor. Auf Wiedersehen! Es bebt, es bebt. Okay. Total wackelig das Bild, aber wir gehen nochmal zurück. Nein. Items. Schnappperlen. Anlegen. Fänger. Eine neue CMVM. Nein, eine neue Fähigkeit. Und wir dackeln jetzt einfach mal zurück. Es gibt nämlich da etwas, das ihr sehen solltet. Die Entscheidung selber ist gefallen. Wir müssen auf Reisen gehen, aber... nicht ohne eine Kleinigkeit noch erledigt zu haben. Die Zeit nehme ich mir jetzt. Auf welcher Höhe war das? Hier oder weiter links? Ich spreche auch jetzt nicht irgendwelche Leute an, da bringt das eh nicht. Nö, da war es nicht.
Aber den Steg, den haben die all die Zeit über nicht repariert. Ah. Ist halt ein gemütliches kleines Dörfchen. So geht es schneller. Da. Das wollte ich haben. Damit wisst ihr nämlich direkt, was der Finger bewirkt. Finger. Fangen gleich an. Ups. Nuss. Feigen oder Nüsse. So, und jetzt verlassen wir das Dörfchen wieder. Bevor uns ein einfangen, so von wegen, hey, ihr gammelt ja immer noch hier rum, was soll das? Ihr sollt die Welt retten. Ja, an der Stelle der erste Kampf gegen Saturus und Minardi. Ja, da werden Erinnerungen wieder wach. Ach ja. Das Steinchen braucht man nicht. So, und was da unten so rumeiert, unten links in der Ecke, gucken wir uns im nächsten Part an. Speichern, überschreiben, jawohl, Speichervorgang, Spiel wurde gespeichert. So, was wird uns in der großen bösen Welt von Golden Sun erwarten? Und was ist das da unten für ein blinkendes Teil? Werden wir vielleicht doch noch ein richtiges Game Over erleben? Wenn ihr das alles erfahren möchtet, bleibt dabei, guckt den nächsten Part, der entweder schon hochgeladen ist oder die nächsten Tage hochgeladen wird. Wir sehen uns dann. Ciao.